Père Morand, quand vous parlez d'une jeune fille mise nue sur une croix, arrosée de sang animal, quand vous parlez de fœtus qu'on arrache du ventre de leur mère et qu'on sacrifie, vous nous parlez de quoi ? Je vous parle de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai aidées, accompagnées pendant des années et qui ne se sont tirées de leurs affaires que par la prière d'exorcisme. Des personnes dont je pourrais vous citer le nom. Et qui sont donc, qui ont été la proie ? Qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutables, pratiquant ce qu'on appelle les messes noires, liés à des rites de magie et de sorcellerie, avec des meurtres rituels, sous le double couvert, je pèse mes mots, d'une part de la mafia, tous les réseaux mondiaux de la prostitution de bas ou de haut étage, du trafic de drogue, et d'autre part de personnalités que l'on pourrait dire au-delà de tout soupçon, qui tiennent des postes clés dans notre civilisation, que ce soit dans le monde de la politique, toute tendance politique confondue, hein, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel, et je dirais même, hélas, trois fois hélas, dans le monde ecclésiastique, des prêtres défroqués ou menant double vie, et qui se retrouvent dans ces scènes effroyables de messes noires, de meurtres rituels, c'est assez effroyable. Ich kann mich erinnern an Rituale. Ich musste in ein Grab steigen. Ich habe auf dem Altar gelegen. Es wurden Zeichen aus Blut auf mich gemalt. Ich musste ein Baby töten. Und noch viele andere Sachen mehr. Schwarze Messen in der Kirche, magische Rituale auf dem Friedhof, Folter, Geburt und Opfertod, eine Kindheit in satanischen Zirkeln, das sind Antjes Erinnerungen. Verheimlicht bisher, weil es so ungeheuerlich ist. Jetzt will sie reden und die Täter anzeigen. Da sind bei ihr, wie bei vielen anderen Frauen auch, Unbekannte, hinter Masken oder Kutten verborgene und die eigenen Eltern. Antjes Mutter lebt noch. Meine Mutter war die treibende Kraft. Meine Mutter war die Satanistin. Mein Vater war Bote, Fahrer, Zulieferer, Transporteur. Mein Vater starb 1979 und die Polizei war sich nicht sicher, ob es sich um Mord oder Selbstmord handelt. Es wurde keine Obduktion vorgenommen und ich vermute, mein Vater wurde ermordet. Hast du dich jemals jemandem anvertraut? Nein. Warum nicht? Aus Angst zu sterben. Wieso Todesangst? Ja. Mir wurde mehrfach unter Folterbedingungen eingeimpft, dass ich, wenn ich darüber spreche, was mir passiert, ich sterben würde. Satanisten in unserem Land, ritueller Missbrauch und ein Schweigegebot. Wie soll es da verwertbare Beweise geben? Vor mehr als einem Jahr haben wir Niki, heute 40 Jahre alt, bei ihrer Spurensuche begleitet. Sie war missbraucht worden, gefoltert, abgerichtet, um extreme Schmerzen auszuhalten und gefügig zu sein. Ein Höllenleben. Der Film wurde zum Dokument einer grauenvollen Kindheit. Ich werde auf den Tisch gelegt und werde mit Nadeln
gepiekt oder sehr tief unter den Fingernägeln gestochen. Und ich merke diesen Schmerz und denke, ich sterbe. Und dann entsteht aber eine neue Persönlichkeit und die übernimmt das dann wieder. Und der Missbrauch begann wann? Also wir können uns an keine Zeit erinnern, ja, wo es nicht stattgefunden hat. Also an sich von Anfang an? Von Anfang an, ja. Niki erzählte in der Wir-Form, weil sie eine multiple Persönlichkeit ist. Eine Diagnose, die nach wie vor umstritten ist. Die unermesslichen Schmerzen, so die Erklärung, habe Niki nur aushalten können, weil sie ihre Gefühle auf verschiedene innere Persönlichkeiten aufgeteilt habe. Ihre Erinnerungen sind so gespalten, dass ein Zusammenhang zwischen Tatvorgängen und Tatorten nur schwer herstellbar ist. Ein Problem für die Beweisführung. Niki führte uns zur Wewelsburg. Noch wusste sie nicht, was vor etwa 30 Jahren dort geschehen war. Bis eine andere Innenperson zum Vorschein kam, die sich erinnerte. Daran, dass sie als Kind selbst zum Töten gezwungen wurde. Du bist ja ganz sicher, dass das dieser Säulenraum ist. Das ist er hundertprozentig. Man sieht das auch hier. Haben die uns hingelegt. Hier auf dem Boden? Ja. Ja. Und dann haben sie ein Kind hier reingebracht. Ein Baby. Und dann sollte ich das töten. Und ich wollte es nicht. Aber ich musste es. Am Ende hatte Niki den Mut zur Anzeige. Inzwischen haben weitere Zeugen ausgesagt, zum Teil offen, zum Teil anonym, aus Angst vor den Tätern. Niki wurde in Ruhe gelassen. Die Täter haben sich überhaupt nicht mehr gehört. Keine Anrufe, keine Briefe, einfach nichts. Keine Drohungen mehr? Nichts. Gar nichts. Und wie erklärt ihr euch das? Also wir erklären uns das dadurch, dass wir wirklich durch die Öffentlichkeit geschützt sind. Wo wir immer erst skeptisch waren, dass die Öffentlichkeit uns nicht schützen kann. Aber jetzt ist es halt einfach so und wir sind uns hundertprozentig sicher, dass die uns nichts tun werden, weil wir die Öffentlichkeit hinter uns haben. Keine Angst mehr? Nein, überhaupt nicht mehr. Auch Antje hat Anzeige erstattet. Sie ist wie Niki eine multiple Persönlichkeit, was die Klärung von Details, wann, wo, durch wen, erschwert. Dennoch nimmt die Staatsanwaltschaft ihre Aussagen ernst. Um bei den weiteren Ermittlungen nicht durch die Öffentlichkeit beeinträchtigt zu werden, gibt uns die Staatsanwältin das Interview anonym. Wenn ich jemanden habe, der psychische Probleme hat, in Form dieser multiplen Persönlichkeit, tauchen schon Zweifel auf. Was ist nun wirklich, entspringt der Fantasie? Was gehört zu welcher Person, dieser einzelnen Person? Und passt das zueinander, sodass da die Zeugeneigenschaft, also im juristischen Sinne gesehen, die Zeugeneigenschaft einer solchen Person schon nicht so groß ist wie jemand, der eine klare Person darstellt. In diesem Film berichten auch Frauen ohne Persönlichkeitsstörung von satanistischen Ritualen. Durch Niki ermutigt haben sie vor der Polizei ausgesagt. Ein wichtiger Schritt, da er die Glaubwürdigkeit aller erhöht. Doch viele Opfer wagen bis heute nicht, das Schweigen zu brechen. Oder sie bleiben anonym. Sie berichten, dass sie von der eigenen Familie in die Sekte eingeführt wurden und die Rituale von Generation zu Generation weitergereicht werden. So wird jedes Opfer auch zum Täter gemacht. Für Annegret ein Grund mehr, nicht zur Polizei zu gehen. Das Problem ist, so einfach ist es nicht. Also erstens wissen wir, wie schwierig es ist, eben Zahlen, Daten, Fakten zusammenzufinden. Und zweitens, weil wir halt auch ein Kind haben. Und wir eigentlich immer Angst haben, wenn wir da anfangen, drüber zu sprechen, dass man uns dann das Kind wegnimmt. Einführung in die Bedeutung okkulter Symbole und die Praktiken von Satanisten. Auch für Polizisten und Staatsanwälte ein fremdes Terrain. Bin ich in den ersten Grad eingeweiht, dann unterliege ich der sogenannten Arkandisziplin.
Arcanum lateinisch, das Geheimnis. Die Arkan-Disziplin legt mir auf, wirklich, aber auch wirklich gar nichts über die Infrastruktur der Gruppe einem Außenstehenden, einem Nicht-Eingeweihten zu erzählen. Ja, und das Verletzen der Arkan-Disziplin untersteht martialischen Strafandrohungen. Nicht auch wieder banal gesprochen sagen die, wenn du uns outest, in welcher Form auch immer, bekommst du die Rübe ab. Und die Leute glauben das. Erst Drohungen, dann massive Strafaktionen. Sind dies Beweise oder nicht? Satanistische Feiertage, Lehren, Symbole. Die Opfer vergessen sie nie, oft ohne ihre Inhalte zu verstehen. Für sie sind es Zeichen für unermessliche Qualen. So auch für Lucy. Es spricht eine kindliche Innenperson. Die haben immer so komische Zeichen gehabt. Also auch gemalt. Manchmal auch auf einen selbst. Das geht so, glaube ich. Nee. Such. Ja, 3 mal die 6. Weiß ich nicht, aber das ist ja dann wie ein Kreis. Mhm. 3 mal die 6 verschlungen. Noch andere Zeichen? Ja, Sterne. Ich mag keine Sterne. Mögen viele von uns nicht. Normaler Stern? So ein Stern. So. Ein Pentagramm. Wir haben hier einmal die 666, nicht, als ein Rad dargestellt. Ja, die 666 ist ein Symbol aus der Johannes-Offenbarung, also aus einem biblischen Buch, nicht, und ist dezidiert belegt für das große Tier als Gegenspieler Gottes, letztlich für Satan gedacht. Ja, wir haben hier Pentagramme, die im Zusammenhang dieser Symbolik eindeutig auf Satanismus schließen lassen. Wir haben hier einen gehörnten Kopf. Nicht? Oft ist der Gehörnte als Baphomet auch Sinnbild für okkult-ideologische Gruppen. Ich sehe daraus, dass sie hier das Rot eingekreist hat, dass das ein Ritualgeschehen ist, wo durchaus eine Opferung stattgefunden haben muss. Was ganz typisch ist, sie hat hier unten Worte umgedreht geschrieben. Nicht? Und das ist also eine alte Lehre, die sagt, nicht, du kriegst einen neuen Zugang zu den Sinninhalten, wenn ich etwas umdrehe. Was heißt das Einführungsritual? Dass die einen das lernen oder lehren, was wichtig ist, um zu leben. Dass man zum Beispiel sich freut, wenn man einen wehtut, weil das besser ist für alle. Die haben zum Beispiel uns also Strom reingemacht in uns, so an uns. Und die haben uns in einen Käfig gesperrt und haben dann Hunde auf den Käfig laufen lassen. Und damit haben die versucht, dass man gefügig wird. In all diesen Systemen geht es primär nicht unbedingt um die Anbetung von Satan, Teufel, Luzifer, sondern es ist eine Art Selbstvergottungssystem. Der Mensch will werden wie Gott. Nicht? Und von daher muss er sich natürlich als Mensch, nach Vorstellung der Satanisten oder der Okkultideologen, Energie zuführen. Und die bekomme ich eben unter Umständen ganz stark durch die Aufnahme, durch das Konsumieren von Blut. Nicht? Blut ist eben der Sitz des Lebens, im Blut ist der Sitz des Lebens. Nicht? Und wenn ich dieses Blut konsumiere, dann bekomme ich zum Beispiel die Energien. Die haben uns Verletzungen gemacht am Körper.
Schnitte. Schnitte. Was weißt du noch? Dass die uns oft gefesselt haben an so eine Vorrichtung. Ich weiß nicht genau. Geschlagen und mit einer Peitsche. Die haben uns ganz oft missbraucht. Das haben die dann immer gemacht, wenn sie mit den anderen Sachen fertig waren. Lucy hat viele Schnitt- und Brandnarben. Auch die beweisen nichts. Die Polizei tut sich schwer mit anonymen Aussagen. Ohne handfeste Anzeige sind sie handlungsunfähig. Da steht Persönlichkeitsschutz vor Opferschutz. Das Problem, was Polizei und Justiz allgemein hat, ist, dass wir in der Regel nur dann tätig werden können, wenn wir mehr als nur einen Anfangsverdacht haben. Das heißt, wenn uns über Straftaten berichtet wird, die dem Paragraphen 163 der Strafprozessordnung unterliegen, das heißt Offizialdelikte sind, muss die Polizei zwar tätig werden, aber wenn im Grunde niemand bereit ist, etwas dazu zu sagen und wir dadurch auch keine Möglichkeit haben, Sachbeweise zu finden, fällt es schwer, solche Straftaten tatsächlich auch aufzudecken. Was heißt das denn? Also wenn ein Opfer mit einer eigenen Geschichte kommt, dann kann es doch nicht Beweise schon in der Tasche führen. Nein, aber das Opfer muss zumindest bereit sein und in der Lage sein, auch etwas dazu zu sagen und das zu unterschreiben. Also es braucht eine Anzeige. Ich brauche eine Anzeige, um tätig zu werden. Annette hat bei der Polizei in Hamburg Anzeige gegen die Eltern erstattet und eine Selbstanzeige. Man habe sie zum Töten gezwungen. Sie ist keine multiple Persönlichkeit. Ihre Kindheit schildert sie als Doppelleben. Die heile Welt eines Pastorenhaushaltes in Bielefeld, die zerstörerische Welt in einer Sekte. Meine Eltern haben mich dort eingeführt, als ich circa 4 Jahre alt war. Da habe ich die erste Erinnerung daran, wie ich dazu angehalten wurde, eine Katze zu töten als 4-jähriges Mädchen. Und nach wurde ich dann immer tiefer in diese Gruppe eingeführt. Zum Teil sah das so aus, dass ich zuschauen musste, wie andere Kinder missbraucht wurden. Ich möchte eine Situation beschreiben, wie ich einmal meinen älteren Bruder gesehen habe. Da war er circa 11 oder 12 Jahre, ich entsprechend jünger, 2 Jahre jünger, wie er während einer Misshandlung oder kurz nach einer Misshandlung wie ein seelenloser, nur noch schreiender und zuckender Körper vor mir lag. Und das ist mir so nahe gegangen, dass ich mir damals geschworen habe, das werden sie niemals mit mir schaffen. Was ist aus deinem Bruder geworden? Mein Bruder hat sich vor 3 Jahren das Leben genommen, hat sich erschossen. Eine Bestätigung ihrer Aussagen kann ihr Bruder nun nicht mehr liefern. Auch Antje sucht Hinweise, Zeugen. Beweise. Sie ist sich sicher, dass unter den maskierten Tätern auch ihre eigenen Eltern waren. Und sie hätte eine Zeugin, Sandra, ihre 4 Jahre jüngere Schwester. Mehr als 10 Jahre haben sich die beiden nicht gesehen. Sie haben den Kontakt zueinander und zur Mutter abgebrochen. Die Vergangenheit war zu schmerzlich. Gemeinsam wurden sie Pädophilen angeboten. Dieses Foto ist ein typisches Anbieterfoto. Diese Art Fotos kursierten in pädophilen Kreisen. Man erkennt, wir sind in Hündchenstellung, wir sind positioniert. Meine rechte Hand ist genau zu sehen mit dem goldenen Ehering, der dafür steht, dass ich für alles zu gebrauchen bin, gefügig und gehorsam alles tue, was von mir verlangt wird. Und auch meine Schwester signalisiert durch die herausgesteckte Zunge, dass mit ihr was anzufangen ist. Wir haben Antjes Schwester gesucht und sie schließlich ausfindig gemacht.
Ihre Adresse ist geheim. Anders als die ältere Schwester ist Sandra nicht multipel geworden. Sie erklärt sich bereit, bei der Suche nach Hinweisen, Namen und Orten zu helfen und bei der Polizei auszusagen. Beide Frauen bezeugen ohne jede Absprache und getrennt voneinander dieselben Rituale bis ins Detail. Sehen wollen sie sich noch nicht. Haben die wirklich an Satan geglaubt? Also die Mutter ja. Das glaube ich. Die glaubt an diese dunkle, kräftige Macht und die glaubt, dass ihr das auch die Macht gibt, jemand zu sein, der sie eigentlich gar nicht ist und die Macht zu haben, nicht mehr Opfer zu sein, also ja, Machtgefühl zu haben. Doch, die ja. Die konkreten Aussagen decken sich teilweise und ergänzen sich in Teilen auch. Macht das den Fall glaubwürdiger? Auf jeden Fall. Es ist allgemein bekannt, dass eine Geschichte, die von einem erzählt wird, natürlich weniger, gerade in diesem Bereich sind es ja sehr unglaubliche Geschichten, wenn die von einem erzählt werden, natürlich eher in den Bereich der Fantasie abgedreht werden können, als wenn noch ein weiterer das Ganze bestätigt, möglicherweise auch noch unabhängig von diesem ersten Zeugen. Antje erinnert sich besonders an eine Nacht, da war sie 9 Jahre alt. Es sollte eine Nacht mit einem ganz speziellen Ritual werden. An dieser Nacht, die auch konkret in der Kirche stattgefunden hat, da bin ich mir sehr, sehr sicher, habe ich meine Weihe, wenn man das so nennen möchte, bekommen, um bestimmte satanische Kräfte zu empfangen und zu kanalisieren. Wir sind auf den Friedhof. Dort befand sich in direkter Nähe der Kirche ein geöffnetes Grab. Der Sarg war geöffnet. Darin lag eine frisch verstorbene männliche Leiche. Es war auch alles gesäubert. Ich musste in dieses Grab hinein, musste dieser Leiche das Herz entnehmen. Dieses Herz wurde in eine Schale gelegt. Der hohe Priester hat diese Schale getragen und andere Mitglieder der Loge sind auch dabei gewesen und gingen hinterher. Wir sind in die Kirche rein. Dort lag vor den Stufen, ich weiß nicht, ob es aufgemalt oder hingelegt war, das Zeichen dieser Loge. Dann musste ich mich auf den Altar legen, wurde bemalt und ja, es wurden sexuelle Handlungen vorgenommen und da ist Riss. Im Anschluss an diese Nacht war mein Status in dieser Loge ein anderer. Ich war plötzlich wichtig. Da haben sie Antje richtig hin drauf abgerichtet und gedrillt, dass sie konditionieren kann, dass sie auch dieses Böse hat. Und dass das mit mir macht und auch Spaß hat an der Macht. So, dass da haben sie richtig hingetriezt. Ich wurde darin geschult, Rituale auszuführen. Wie diese Kindstötung zum Beispiel. Oder dass ich neben dem Hohepriester stand und jemand anders dann auf dem Altar lag. Und Antje hatte das Gefühl von Macht, wurde noch mehr in den Kult eingebunden und stieg halt auf auch. Ne? Das war für sie eine Form von Anerkennung, die sie sonst, war ja sonst nichts. Und so haben sie uns entzweit, systematisch. Fast alle berichten, dass bei diesen Ritualen Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden. Kinderpornografie. Also geht es auch um Geld, um gut organisierte Täterkreise. Lucy kann ohne Beweise niemanden anzeigen. Sie ist multipel. Wer wird ihr glauben? Jetzt sucht sie Bildbeweise im Internet. Sie will Aussagen, bevor die Verbrechen verjähren. Und sie will ihre jüngeren Geschwister retten, die noch bei den Eltern leben. Ihr seid euch recht sicher, dass es von euch auch solche Fotos gibt? Ja. Und wer hat die gemacht? Also wir wissen, dass es unsere Erzeuger waren. Mhm. Also einerseits die Erzeuger und andererseits halt da, wo die anderen Dinge stattgefunden haben. Was ist euer Motiv?
das zu suchen? Dass wir Beweise finden. Also Beweise für das, was passiert ist. Um dann, ja, was zu unternehmen. Dass wenn ein Beweis da ist, dass man dann was tun kann und dass dann auch die sich nicht so leicht da verleugnen können. Wenn eine Betroffene verzweifelt zu Ihnen kommt und sagt, hier, ich gehe davon aus, dass im Internet kinderpornografische Aufnahmen von mir drin sind, haben Sie die Möglichkeit, ihr zu helfen, diese zu suchen? Rein theoretisch habe ich die Möglichkeit über das Landeskriminalamt. Praktisch sieht das dann so aus, dass auch da wieder die Anzeige vorliegen muss, weil sonst das Landeskriminalamt nicht tätig wird. Und wenn die Betroffene genau aus den bekannten Gründen so viel Angst hat, dass sie die Anzeige nicht macht, bevor sie nicht auch das kleinste bisschen Beweis hat? Dann ist Polizei und Justiz leider überfordert, ist der falsche Ausdruck. Dann sind uns die Hände gebunden. Auch Frauen aus der ehemaligen DDR berichten von Ritualen und sexueller Gewalt. Lucy ist eine von ihnen. Sie sucht die Orte ihrer Kindheit und will ihre Erinnerungen überprüfen, Beweise suchen. Damals war es mir nicht bewusst, weil ich nichts anderes kannte. Mittlerweile ist mir klar, dass wir einen sehr hohen Standard hatten. Sehr einen hohen Lebensstandard. Also, dass wir Westsachen hatten, Computer, Videorekorder, Autos. Besondere Westbeziehungen können heute nicht mehr nachgewiesen werden. Die Stasi-Akte ihres Vaters ist leer, vermutlich kurz nach der Wende vernichtet. Wie viele andere Opfer hat Lucy zur Aufarbeitung ihrer Qualen Figuren geformt und Bilder gemalt, manche gezeichnet wie innere Fotografien. Jetzt sucht sie die entsprechenden Orte. Es gibt drei Räume, die wir erinnern. Und die Räume hatten keine Fenster. Und waren ziemlich kalt. Also wir gehen davon aus, dass es vielleicht Kellerräume waren oder so. Und der Boden war ziemlich uneben und auch an vielen Stellen kaputt und staubig und dreckig. Und an die Wände waren, also das Mauerwerk, also es war Mauerwerk, es war auch ziemlich kaputt an vielen Stellen. Und in dem Raum gibt es halt dann so eine Gitterlampe und es gab halt diesen einen Raum, wo man gewartet hat und die anderen Räume, wo es stattgefunden hat. Und wir erinnern uns dann halt noch an einen anderen Raum, also eher eine Halle. Da sind halt so wie Stahlträger. In dieser Halle. Ich weiß es nicht genau, das haben wir noch nicht. Wir wissen halt einfach, dass da Stahlträger sind und auch diese Halle nicht unbedingt sehr sauber und gepflegt ist. Was ist passiert in der Halle? Also es haben welche von uns Erinnerungen, dass da ein Feuer war in der Mitte und dass dort auch die Leute waren. Also wieder schwarze Menschen sozusagen. Also wir haben ein Bild von uns, dass jemand so dahingeschliffen worden ist in Richtung des Feuers und totale Todesängste da sind. Wisst ihr, wie ihr da hingekommen seid? Ja, wir sind mit einem Transporter dahin gekommen. Wir wissen, dass jemand von uns halt in diesen Transporter gebracht wurde und der hat auch keine Fenster gehabt. Also wir können uns an Situationen erinnern, wo auch andere Kinder drin waren. Aber wir haben auch nie miteinander geredet, weil in solchen Situationen macht man das einfach nicht. Unterirdische Räume und leerstehende Hallen. Sie zu suchen, eine Sisyphus-Arbeit. Nachbarn, Lehrer, Dorfbewohner können nicht befragt werden. Lucys Eltern würden Verdacht schöpfen und die Gefährdung für sie selbst und ihre Geschwister wäre zu groß. Ohne die Unterstützung der Polizei hat Lucy keine Chance.
Mehr als ein Jahr ist es her, dass Niki bei der Polizei in Gütersloh Anzeige gegen Unbekannt erstattet hat. Ihre Rechtsanwältin ist durch die Entwicklungen danach zuversichtlicher geworden. Wir haben jetzt zwischenzeitlich Gelegenheit, Akteneinsicht zu nehmen. Mhm. Die Polizei, die hat eine Hotline gebildet. Und müssen wir gerade gucken, jetzt haben sich andere Personen auch über die Hotline bei der Polizei gemeldet, die sagten, dass ihnen Ähnliches passiert ist. Und dann hat es noch einige Hinweise gegeben, die sich auf Beobachtungen in Bezug auf die Wewelsburg erstrecken. Möglicher Tatort von Kindstötungen, die Wewelsburg. Für die ermittelnde Polizei und Staatsanwaltschaft Paderborn ist alles zu lange her. Sie haben die Mitarbeiter, die in der Wewelsburg arbeiten, befragt. Wonach? Ja, wir haben gefragt, ob Ihnen erinnerlich ist aus zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten, dass es solche Treffen von Sektenmitgliedern auf der Wewelsburg gegeben hat oder ob Sie vielleicht auch mal selber etwas mitbekommen haben. Da konnte uns keiner direkte Antworten drauf geben. Beziehungsweise es hat niemand was festgestellt. Auch Angestellte, die seinerzeit als Koch, Köchin oder Hausmeister dort tätig waren, haben wir vernommen. Diese Vernehmungen waren alle ohne Ergebnis. Es melden sich noch weitere Zeuginnen und bestätigen die Wewelsburg als Tatort. Zum Beispiel Karin, nicht multiple. Sie hat die im Film gezeigten Räume wiedererkannt. Ich wusste gar nicht, dass es eine Burg mit diesem Namen gibt. Ich habe in diesem Saal diese Ornamente wiedererkannt, die Säulen. Von so einer Burg habe ich oft geträumt. Und diese Ornamente habe ich oft gemalt als Kind. Erstmal dieses Hakenkreuz da unter der Decke, was ich kenne. Und ich weiß jetzt, woher ich es kenne. In dieser Gruft hat es eine Feuerstelle gegeben. Eine Art Stein oder Altar. Und auf diesem Altar wurde ein Kind abgetrieben. Ich war schwanger mit dem Kind, das wurde im nächsten Monat abgetrieben und geopfert.